Bekannt als die Hölle des Tourismus, wenn es um das Bergsteigen geht. Gefangen zwischen Tourismus, Kultur, Religion, Wirtschaft und Armut als eines der besten Postkartenmotive der Welt. Heute bei Berge im Porträt, der Kilimanjaro. Ich gestehe gleich zu Beginn, der Titel ist eine Lüge. Denn streng genommen sprechen wir heute im Großteil des Videos überhaupt nicht über einen Berg. Wir sprechen über den Kilimanjaro. Nun werden sich vielleicht viele denken, hä? Tja, denn streng genommen ist der Kilimanjaro kein Berg. In Wirklichkeit ist der Kilimanjaro topografisch gesprochen kein Berg, sondern ein Massiv, so wie das Mont Blanc Massiv. Doch während in den Alpen die Sache recht einfach gelöst wurde und der Mont Blanc der höchste Berg des Mont Blanc Massivs ist, ist das in Afrika anders. Denn hier ist der höchste Berg des Kilimanjaro Massivs der Kibo. Ja, richtig gehört. Der Kilimanjaro ist also gar nicht der Kilimanjaro, sondern eine Gruppe von Bergen. Und der höchste Punkt, also der Gipfel des Kibos, wird letztlich Uhuru Peak genannt. Das ist ein schon etwas bekannterer Begriff. Aber schauen wir uns ganz kurz, bevor wir uns mit dem landläufig bekannten Kilimanjaro auseinandersetzen, die beiden Nachbarn an, den Shira und den Mawenzi. Auf diesen beiden Gipfeln steht nämlich tatsächlich nie jemand. Und das übrigens vollkommen zu Unrecht. Sie leiden beide unter dem höchsten Nachbarn, der sämtliche Aufmerksamkeit auf sich zieht. Jedoch ist das natürlich auch ein Vorteil für jene Bergsteiger, die selbst in den belebtesten Gebirgen der Welt nach Ruhe suchen. Der Mawenzi ist übrigens deutlich anspruchsvoller als der Hauptgipfel des Kilimanjaros. Es gibt auch keine geführten Besteigungen auf den Gipfel. Doch kommen wir zum Hauptgrund, warum die meisten hier gerade zusehen. Kommen wir zum Kilimanjaro. Der Kilimanjaro erhebt sich enorm hoch über dem Land Tansania in Ostafrika. Enorm hoch heißt in diesem Fall stolze 5895 Meter über dem Meeresspiegel. Zum Vergleich, die Hauptstadt Tansanias, Dodoma, liegt gerade mal auf 1100 Metern. Und den Unterschied von knapp 5000 Metern, ja, den sieht man auch. Der Kilimanjaro ist tatsächlich von einer enormen Entfernung aus zu erkennen, was unter anderem auch der Tatsache geschuldet ist, dass selbst im Umkreis von hunderten Kilometern kein Berg steht, der so hoch ist wie er. Denn der höchste Berg Afrikas hat erst den Mount Kenya 300 Kilometer nördlich als 5200 Meter hohen Konkurrenten stehen. Und das ist auch die typische Ansicht, die man vom Kilimanjaro vor allem von den Bildern kennt, diese Einsamkeit. Aber woher kommt eigentlich die Faszination für den Kilimanjaro? Wirklich nur von den vielen Postkartenmotiven? Nein, nicht ganz. Denn die Faszination begann schon in Zeiten, als Postkarten noch Science-Fiction waren. Machen wir uns also auf eine Reise ins 19. Jahrhundert. Für die am Fuße des Kilimanjaro lebenden Chaga war der Berg in dieser Zeit keine Besteigung wert. Das Volk der Chaga lebte damals und tut das bis heute zu großen Teilen von der Landwirtschaft rund um das Bergmassiv. Die Chaga glaubten vielmehr, dass es Götter am Kilimanjaro gäbe, sodass sie sich mit dieser Theorie perfekt in den Alpenraum und den Himalaya des 19. Jahrhunderts einreihen können. Und da man die Götter nicht erzürnen wollte, blieben die Menschen fern. Geändert hat sich das alles dann mit der Kolonialisierung durch das Deutsche Reich. Denn zwischen 1885 und 1918 sollte erstmals eine namentliche Änderung erfolgen. Der Kibo wurde umbenannt in Kaiser-Wilhelm-Spitze. Und auch der ÖAV und der DAV wurden aktiv. Sie wollten auf dem Kilimanjaro Hütten für Bergsteiger des Deutschen Reiches errichten lassen, wurden jedoch durch den Ersten Weltkrieg letztlich daran gehindert. Später im Zuge der Unabhängigkeit verschwand der deutsche Name, Kibo kehrte zurück und der Gipfel sollte einen besondereren Namen erhalten. Die Spitze des Kibos wurde 1964 in Uhuru umbenannt. Die meisten von euch werden diesen Begriff kennen, denn er thront auf einem Schild hoch oben am Gipfel des Kibos. Tatsächlich ist Uhuru Swahili und bedeutet Freiheit. Sehr passend nach über 30 Jahren deutschem Reich im Haus. Über die Erstbesteigung gibt es aufgrund der moderaten Schwierigkeit, wieso das so ist, dazu komme ich übrigens gleich, relativ wenig zu sagen. Der Kibo wurde im Rahmen der Kolonialisierung vom deutschen Forscher Hans Meyer und dem Österreicher Ludwig Pocella erstmals bestiegen. Das war am 6. Oktober 1889. Ob der einheimische Bergführer Muini Amani eine denkwürdige und ehrenhafte Belohnung für die maßgebliche Unterstützung erhielt, das kann man heute nur schätzen und in erster Linie anzweifeln. Doch der Forscher Meyer war nicht nur für die Erstbesteigung oder für irgendeinen Triumph über einen Berg auf dem Kilimanjaro, vielmehr war er auch als neugieriger Geologe und Geograf unterwegs. Er nahm nämlich einen Gesteinsbrocken mit. Aber wieso?
Der Grund dafür war zum einen, um dem Kaiser eine Art Geschenk machen zu können. Aber vermutlich auch, weil der Kilimanjaro nicht einfach ein Berg ist, sondern ein ganz besonderer Gesteinshaufen. Es handelt sich nämlich um einen Vulkan. Womit wir schon zur ersten Teilantwort kommen, weshalb der Kilimanjaro so einfach zu besteigen ist. Denn Vulkane sind geologisch betrachtet immer sehr ähnlich und immer sehr freundlich aufgebaut. Flach und langsam ansteigend spitzen sie nach oben hin zu. Und das vulkanische Gestein ist letztlich nicht das einzig Interessante daran, denn auch wenn jedes Jahr tausende Menschen auf dem Kilimanjaro unterwegs sind, der Vulkan ist tatsächlich immer noch aktiv. Jedoch natürlich nicht mit gigantischen Ausbrüchen. Der Kilimanjaro blubbert und bläst fröhlich und harmlos in Form von Dampfaustritten vor sich hin. Und falls man das jetzt schon spannend findet, es wird noch spannender. Denn obwohl der Kilimanjaro ein heißer Vulkan ist, ist er gleichzeitig von einem gigantischen Gletscher bedeckt, beziehungsweise bedeckt gewesen. Von insgesamt 4 großen Eisfeldern wurde der Kibo bedeckt, von denen heute noch kaum etwas übrig ist. Fast 85% der Gletschermasse sind mittlerweile abgeschmolzen. Das Ganze hängt in diesem Fall tatsächlich nicht ausschließlich am Klimawandel, wie in den Alpen. Erstaunlich genug, dass es nahe des Äquators eine Gletscherzone gibt, jedoch hat sich das Klima dort seit dem 19. Jahrhundert vor allem zum Trockeneren gewandt. So wurde der Gletscher nicht mehr mit Schneemassen aufgestockt. Das führte dazu, dass die unweigerlich hohen Temperaturen in Tansania einen rasanten Abbau der Eismassen beschleunigten. Das nördliche Eisfeld, das südliche Eisfeld, der Rebmann-Gletscher und der Fürtwängler-Gletscher sind heute die letzten Spuren der Eiskappe. Aus ökologischer und biologischer Perspektive ist der Kilimanjaro deutlich interessanter, als man das vom Äquator erwarten würde. Während man zwar in einem Land unterwegs ist, durchschreitet man am Weg nach oben gleich mehrere Klimazonen, könnte man meinen. Denn unten triumphiert der Dschungel. Weiter oben geht es dann in eine Art Savanne über, mit Gräsern und Sträuchern. Und noch weiter oben, knapp unter dem Eisfeld, beginnt die Frostschuttwüste. Eine ganz besondere Art der Landschaft. Hier lebt und wächst kaum was, denn der Boden besteht aus dem lehmartigen und gefrorenen Permafrost. Hier liegt nur noch Schutt und karge Landschaft vor einem. Es gibt nicht viele Orte auf der Welt, an denen man so weite Strecken direkt am Permafrost zurücklegt. Der einzige, noch größere Platz auf der Erde, der diese Massen an eisfreiem Frostschutt beherbergt, ist die Antarktis. Klar, es sieht trostlos aus, aber aus geologischer und glaziologischer Perspektive ist es eine faszinierende Welt. Schauen wir uns in aller Kürze die Routen auf den Kilimanjaro an. Beliebt und bekannt sind in Wirklichkeit ausschließlich die Routen auf den Kibo. Die Marangu-Route ist die beliebteste aller Aufstiegswege. Der Weg ist reine Wanderung. Sehr flach, sehr gemäßigt und in 5 Tagen steht man schon auf dem Gipfel, dem höchsten Berg Afrikas. Dann gibt es noch die Machame-Route, ähnlich beliebt und technisch ebenfalls einfach. Die Limosho-Route, sehr, sehr lang und dadurch eher unbeliebter, aber auch einfach. Die Rongai-Route ist ebenfalls einfach, verläuft aber über den Norden und ist klimatisch dadurch vollkommen anders als all die anderen Aufstiege. Und dann gibt es dann noch die Umwe-Route, die technisch anspruchsvoller ist, weil sie deutlich steiler angelegt und ausgesetzter ist. Diese Routen sind die Klassiker, die von jedem großen Reiseanbieter geführt und angeboten werden. Doch es gibt auch Wege, die kaum jemand kennt, weil sie gar nicht in den Reiseführern vorkommen. Routen, die nicht vorgesehen sind für den Tourismus. Hier wird es spannend. Denn im Prinzip kann man sagen, dass keine der Routen auf den Kibo jemals für den Tourismus vorgesehen war. Alle wurden irgendwann entdeckt und bekannt gemacht, sodass sie letztlich touristisch verwertet wurden. Doch einige wenige Routen bleiben fast im Verborgenen. Auch wenn ich hier einen Berg vorstellen möchte, ich möchte diese Routen hier nicht nennen. Es braucht lange Recherchen und viel Geduld auch mit Leuten, die vor Ort sind, Guides zum Beispiel, um überhaupt den Ansatz des Weges zu hören. Doch warum braucht es eigentlich geheime Routen? Was ist mit den ganz normalen Wegen? Es gibt offensichtlich unzählige. Was vielleicht viele von euch wissen, aber wahrscheinlich nicht alle, der Kilimanjaro hat ein Problem. Und dieses Problem heißt Tourismus. Gleichzeitig ist der Tourismus die heute fast einzige Einnahmequelle für die Chaga und andere Bewohner der umliegenden größeren Städte. Denn sie heuern als Träger für diese Reisegruppen an, sodass sie ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Also seht ihr schon, eine Kili-Besteigung ist nicht nur mal schnell wandern gehen, sondern gleicht einer logistischen Mission. Und das hat auch einen Grund, nämlich die Porter Duty. Die Pflicht, sich einer organisierten Tour mit einem Guide und einem entsprechenden Hochträger anzuschließen. Offiziell, um Unfälle und Probleme am Berg zu verhindern, unter hervorgehaltener Hand geht es ausschließlich ums Geschäft. Dass der Kilimanjaro über manche Routen sehr einfach ist, das hat sich auf der Welt nämlich herumgesprochen, sodass ein wichtiger Wirtschaftszweig abzubrechen droht.
Gegengesteuert wurde eben mit einem exklusiven Permit-System, das an den Pauschalreisen gekoppelt ist. Bergsteigen aus kontrollierter Landwirtschaft, könnte man also zynisch sagen. Doch während Alpinisten jetzt wegschauen und sich sicher sind, dass unter diesen Umständen ohnehin niemand den Kibo besteigen möchte, der täuscht sich gewaltig. Im Jahr 2016, also noch vor Corona, aber auch erst am Anfang des Berghypes, gab es sage und schreibe 47.232 registrierte Besteigungen. Aber das ist noch lächerlich im Vergleich zur Gesamtzahl. Denn bei diesen registrierten Besteigungen geht es ausschließlich um die Gäste am Gipfel. Aber wir wissen ja, man muss Guides und eine Menge Porter mitnehmen, um den Kibo besteigen zu dürfen. Wenn man das mit einkalkuliert, dann kommt man auf 236.000 Menschen in einem Jahr. Das wären nonstop, ohne einen einzigen Pausentag, 650 Menschen pro Tag auf dem Berg. Das kann kein Berg auf unserem Planeten so toppen. Und damit kommen wir auch zum größten Problem des Kilimandscharos. Was ist ein Berg wert, wenn die Besteigung staatlich organisiert wird, man selbst keine Entscheidungen treffen darf, man selbst nur der Fußgänger ist und auf Autopilot einem Weg mit 650 anderen Menschen hochschaukelt? Klar, diese Wege wurden angelegt, um die Massen zu verteilen, aber die Schlangen am Berg sind sichtbar. Eine gute Reportage dazu findet ihr übrigens unten in der Videobeschreibung verlinkt, die dieses Problem perfekt veranschaulicht. Außerdem hat die staatliche Handhabe hier auch noch einen weiteren Kritikpunkt. Ja, wir Gäste geben den Menschen dort dadurch ein Auskommen und Geld, aber diese Menschen machen diesen Job alles andere als gerne. Sie machen sich kaputt, sie tragen Lasten bis zu 40 Kilo schwer und das alles, weil sie Angst vor dem Verhungern haben. Nur schwer kann man sich einreden, dass das wirklich Freiwilligkeit sein kann. Ist ein Leben als Touristensklave besser als verhungern? Wohl möglich. Aber kann das jeder Tourist einfach wirklich so ignorieren und wegstecken? Der Kilimandscharo hat außerdem auch ein gigantisches Müllproblem. Touristen, wir kennen sie, achten kaum auf ihre Hinterlassenschaften. Der Müll häuft sich unfassbar schnell. Es gibt eigene Müllporter, um dem Ganzen irgendwie Herr zu werden. Denn die Touristen lassen einfach alles fallen. Der Kibo wurde für Bergsteiger uninteressant. Die meisten Menschen dort sind Touris und leider ein paar Bergsteiger, die all das mitmachen, weil, Zitat, man als Bergsteiger mal auf dem Kili gewesen sein muss. Eine persönliche Note zu dieser Aussage, das klingt irgendwie dumm. Trotzdem muss man sagen, der Kilimandscharo ist schon ein verdammt schönes und beeindruckendes Bergmassiv. Was sagt ihr zu diesem wunderschönen und entstellten Berg? Wie findet ihr ihn? Wart ihr schon oben? Und wenn ja, warum? Schreibt mir das gerne in die Kommentare und wenn euch diese Reihe gefällt, freut es mich natürlich, wenn ihr mich in Form eines kleinen Kaffees unterstützen würdet. Alle Infos dazu hier eingeblendet unter diesem Link. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch natürlich wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil.